Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Myst Survival. Wir sind wieder am Start. Wir haben in der letzten Folge unsere erste Begegnung mit einem kleinen Zombie gehabt, der uns ordentlich auf die Fresse gehauen hat. Dann ist das Spiel abgeschmiert, als ich eigentlich das Savegame laden wollte. Und naja, jetzt sind wir wieder hier und wir suchen jetzt mal ein paar Steine. Damit wir vielleicht endlich mal ein Lagerfeuer bauen können. Ich meine, wir könnten auch erstmal das normale Lagerfeuer nehmen. Das Problem ist halt aber auch, wir können das Lagerfeuer gar nicht anzünden. Weil wir haben halt eigentlich gar nichts für ein Lagerfeuer, um es anzuzünden, was halt echt uncool ist. Aber naja, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Dann müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht auch mal eine Workbench bauen, ne? Das ist, habe ich nämlich gesehen, als ich gerade so ein bisschen im Menü rumgestraft bin. Es gibt tatsächlich eine Workbench, die man bauen kann. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich die gesehen habe. Ich habe irgendwo eine Workbench gesehen, die man bauen kann. Das sollten wir vielleicht dann auch mal als erstes tun. So eine Workbench, die gibt uns ja dann bestimmt auch nochmal ein paar Möglichkeiten und ein paar Dinge, die wir bauen können. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Das ist vielleicht auch so der erste Schritt, was man mal tun sollte. Wir könnten das Ding hier noch mitnehmen. Den bringen wir... Oh, eine Säge. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, lol. Wir nehmen mal gerade das Köfferchen und bringen das nach Hause. Oh. Nein, wir können keine Beeren mehr mitnehmen. Dann esse ich die einfach. Und die esse ich auch. Perfekt. Wunderbar. Wir können sie bestimmt gebrauchen. Oh, wir haben richtig Durst, ne? Haben wir die Cola noch dabei? Wir trinken die einfach mal. Ich weiß, die ist wahrscheinlich total selten oder so, aber wir brauchen was zu trinken. Toll, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Man leckt mich doch am Arsch. Das heißt, wir kriegen nasse Klamotten, wenn wir jetzt hier rumlaufen. Zwei Steine. Geil. Und ich glaube, ich meine mich erinnern zu können, dass wir den Stick, den wir vorhin hatten, dass wir den hier auf dem Boden gefunden haben. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause, weil unsere Klamotten werden nass. Und das kann man natürlich nicht verantworten, dass wir hier mit nassen Klamotten durch die Gegend laufen. Und dementsprechend rennen wir mal schnell nach Hause. Was war das? Ach, ein Blatt. Okay. Und warten hier erstmal ein bisschen, bis der Regen vorbei ist. Vorher packe ich aber mal noch ganz kurz die Steine in das Dingen. Drei Stück brauchen wir noch. Gehen wir erstmal nach drinnen. Und versuchen uns erstmal ein bisschen aufzuheizen. Ah, so. Jetzt haben wir auch ein Köfferchen. Das können wir mitnehmen, wie gesagt. Da können wir ein paar Sachen reinpacken. Wie das hier zum Beispiel und das hier. Wir packen mal hier unsere ganzen Mets und sowas rein. Wir haben hier noch eine Beef Can. Durst haben wir nicht mehr allzu viel. Hunger ist so, geht so. Ich packe einfach mal alles, was wir haben, hier rein. Wir haben ja noch in einem Truck, haben wir ja auch noch irgendwo eine Menge Stuff rumliegen. Es ist sehr dunkel hier leider, ne? Es ist leider sehr dunkel. Mit Rack und einem Boost können wir ein Bandage machen. Das ist auch interessant. Wir brauchen 4 Sticks und 2x Rack. Dann können wir uns eine Fackel craften. Wo ist denn... Haben wir... Wir haben 4x Rack hier. Split half. Sehr gut. Und draußen haben wir noch die Dinger für die Sticks. Warte mal. Was kostet so eine Standing Torch? Das Ding ist halt, du musst sie halt auch irgendwie anbekommen, ne? Du musst sie halt auch irgendwie einschalten. Das ist halt das Problem. Ja, das ist das Problem. Wo ist denn die Tür? Ah. Boah, ist das im Regnen, Alter. Ich mach die Sticks mit rein. Wir können es aber trotzdem mal probieren, wenn wir uns vielleicht erstmal eine normale Fackel craften. Was brauchten wir da dafür? Rack und 4 von den Sticks. 4 Stück. Wieso steht da immer 3 Minuten, 4 Minuten, 15 Minuten? Warum steht das da immer? So lange dauert das doch gar nicht. Ah, okay. Doch, natürlich, klar. Die Zeit geht natürlich weiter, ne? Ich verstehe. Basic Torch. Okay. Ja,
Wir haben kein Fuel. Wie? Wir brauchen wahrscheinlich ein Feuerzeug oder irgendwas, ne? Weil wir können ja auch das Dings nicht anmachen, ne? Ah, hier können wir Equipment draufpacken, okay. Gears, wir haben Mask Lighter. Doch, warte mal. Basic Light Source. Wir haben doch ein Feuerzeug. Okay, wir haben leider keinen Hund. Aber ich frage mich. Basic Light Source. Proceed. Gear Level 1, Tools Required. Refill Time Spent 5. Okay, wir können aber mit dem. Wir können mit dem Feuerzeug nicht einfach die Fackel anzünden, oder was? Das ist aber doch ein bisschen blöd. Was braucht man denn, um eine Fackel anzuzünden? Steht das da dabei? Nö, natürlich nicht. Steht das bei diesen Basic Crafting-Dingern dabei? Wo komme ich denn aber nochmal hin? Nee. Ich habe Angst, jetzt hier irgendwas zu drücken und irgendwas aktiviere ich dann und dann kommen wir da nicht mehr weg. Nein, jetzt habe ich die wieder aufgesetzt. Nein, 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 zieh die wieder ab. Suicide Tutorials. Ah. How to get the brass? Setup Fishing. Nee, nee, nee. Basic Survival. Shelter Management. Scott. Oh, es gibt auch andere Überlebende scheinbar. Okay. Gun Customization. Bow and Arrow. Nee, das wollen wir auch nicht haben. Okay, hier steht nicht dabei, wie man eine Fackel anzündet. Bin ich zu blöd dafür oder was? Ich glaube, ich bin zu blöd, um die Fackel anzuzünden. Das kann man wohl nicht sein. Oh, was ist das? Ah, okay. Ja, ich glaube, ich bin zu blöd, um die Fackel anzuzünden. Das gibt's ja gar nicht. Crazy. Okay, dann lass mal gucken, ob wir irgendwie die Workbench bauen können. Wo habe ich die denn nochmal gesehen? Ich habe im Off vorhin so ein bisschen rumgedrückt oder habe ich irgendwann eine Crafting... Ah, hier, Workbench, da ist sie doch, genau. Components, Metal Scraps und 16 Wooden Planks. Ach, du Heilige. Können wir die denn hier irgendwo hinstellen? Ich meine, theoretisch könnten wir die da hinstellen. Wir könnten den Tisch ein bisschen weiter wegstellen und dann könnten wir da eigentlich die Crafting Bench easy hinpacken. Oder haben wir hier noch einen anderen Platz, wo die gut hinpassen würde? Na, hier nicht so. Ja, ich sag mal, hier theoretisch gesehen vielleicht vors Fenster noch oder so. Die Waschmaschine können wir leider nicht wegräumen. Ja, hier vors Fenster würde auch noch gehen. Wir können sie auch hier vors Fenster stellen. Das passt auch. Workbench, dann können wir die bestimmt noch ein bisschen drehen, oder? Rotate. Ah, okay. So. Okay. Haben wir davon irgendwas schon dabei? Nö. Aber wir haben Metal Scraps und sowas haben wir, das weiß ich. Die sind hier, ich mach mal das Licht gerade aus. Nicht, dass wir das jetzt aufbrauchen. Metal Scraps haben wir vor der Tür liegen draußen. Und Components auch. Da. Stell wieder rein. Junge, Junge, was ein Wetter da draußen, wa? So, das können wir schon mal nutzen. Wir brauchen noch ein Component und 4 Metal Scraps und natürlich das ganze Holz noch, ne? Wir haben aber eine Säge mittlerweile. Ich weiß jetzt aber noch nicht, wie man die Säge... Wie genau man die benutzt. Wir haben auf jeden Fall eine. Ah, wahrscheinlich können wir... Die muss wahrscheinlich einfach nur im Inventar sein. Und dann können wir mit diesen Wooden Planks, die Logs, können wir die Plank-Dinger machen hier, ne? Ja.
Ja. Das wird es wahrscheinlich sein. Okay, easy. Das ist geil. Das ist geil. Okay, können wir hier was zu essen noch irgendwie vielleicht? Wir haben nämlich, glaube ich, ein bisschen Hunger. Beef Can. Das ist Munition, das ist eine Bandage. Was haben wir hier noch? Sewing Kit haben wir hier. Okay. Ah, das Wetter hat aufgehört draußen. Ach, Gott sei Dank. It's a nice weather here again, huh? That's some noise. That's noise. That's really noise. So, pass auf. Hier können wir jetzt die Dings machen, ne? Make wooden plank. Proceed. Gott, ist das laut. Sehr gut. 16 Stück haben wir, glaube ich, gebraucht, ne? Ich glaube, es waren 16 Stück. So. Kann natürlich sein, dass wir gleich noch ein paar mehr von den Dingern brauchen. Aber das passt schon. Es wird auch langsam dunkel, ne? Wir haben 17 Uhr. Ich weiß nicht, wann man hier schlafen geht. Keine Ahnung. Vielleicht bleiben wir auch einfach wach, bis die Wolken wieder lila sind. Ja, vielleicht eher nicht so. Okay, 4 brauchen wir noch. Es wird aber schnell dunkel jetzt draußen. Ach du Heilige. Oh, sowas hasse ich ja, ne? Gerade noch hell und bam, jetzt ist es auf einmal dunkel. Geht aber noch einigermaßen. Harry, können wir hiermit irgendwas machen eigentlich? Nee, ne? Carry, das ist halt so eine Tonne, aber der kann halt nicht wirklich viel machen. Ich frage mich immer noch, wie kriege ich diese Torch aktiviert? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie man diese Torch aktivieren kann. I don't get it. Ich mache mal die Tür gerade zu. Es wird dunkel draußen. Dann warten wir hier mal ein bisschen. Wir werden dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, geht man so um 20 Uhr schlafen oder so? Keine Ahnung. Also das mit der Fackel ärgert mich ja immer noch, ne? Aber vielleicht löst sich das irgendwann mal das Problem, wie man das, wie man die leiten kann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist dieser blöde Hardstick. Den müssen wir uns dann am nächsten Tag auf jeden Fall mal suchen, dass wir uns einen, dass wir uns einen Speer machen können. Und dann müssen wir auch mal gucken, wie safe hier diese Bude eigentlich ist, ne? Ich meine, hier sind überall kaputte Fenster. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendein Zombie oder so abhält davon, hier reinzukommen, ne? Das heißt, da müssten wir uns vielleicht auch mal drum kümmern. Ich weiß, wir können ja mal einfach schlafen. Ich denke, das Problem ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt schlafen, werden wir danach Hunger haben. Und wahrscheinlich auch Durst. Das heißt, darum sollten wir uns auch vielleicht mal dringendst kümmern. Aber jetzt schlafen wir erstmal. Wir haben jetzt 17:30. Wobei, das ist zu früh. Wobei, ist es egal? Ich hab keine Ahnung. Wenn wir 10 Stunden schlafen, dann haben wir irgendwann mitten in der Nacht. Das ist zu lange, ne? Das ist zu lange. Jetzt nochmal rausgehen, ist auch zu dunkel noch, oder? Wobei, es geht eigentlich. So dunkel ist es gar nicht. Das sieht hier drinnen tatsächlich dunkler aus, als es ist. Ich weiß nicht, ab wann hier die Zombie-Night losgeht. Keine Ahnung. Scrap müssen wir uns auf jeden Fall morgen suchen. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Steine könnten wir halt noch suchen, ne? Wir könnten noch ein paar Steine suchen. Vielleicht kriegen wir das Lagerfeuer voll. Aber wir werden das Lagerfeuer auch wahrscheinlich wieder nicht anzünden können, weil wir keinen Brennstoff haben, denke ich mal, ne? Ich denke mal, es liegt am Brennstoff. Weshalb wir den Lachs noch nicht anzünden konnten. Was könnte so als Brennstoff dienen? Wahrscheinlich würde ich jetzt einfach mal. Oh, zwei Steine, oder? Ach, nee, gar nicht. Ach, scheiße. Was würde jetzt so als Brennstoff. Ich würde tippen, Brennstoff. Vielleicht Tierfett? Es gibt viele Spiele, in denen ist es einfach Tierfett. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier vielleicht ähnlich sein könnte. Hier ist nichts mehr drin, ne? Wir müssen auf jeden Fall nochmal zu dieser komischen Station, wo wir letztens waren. Und müssen mal gucken, dass wir den Stuff noch holen, den wir da gelassen haben. Oh. Ein SWAT-Helmet. Oh, den können wir anziehen. Ja, den SWAT-Helmet können wir anziehen. Das ist gut. Der gibt uns ein bisschen Schutz, wa? Jetzt haben wir gleich nach 18 Uhr.
Ich denke, wir sollten uns so langsam aber sicher zurückbegeben. Ich weiß nicht, wann die Zombies kommen. Ich habe keine Ahnung. Oh, Branch. Nehmen wir mit. Ich habe keine Ahnung, wann die Zombies kommen. Ich weiß es nicht. Boah, es ist so dunkel. Ich brauche Licht, Alter. Das ist echt... Boah. Ah ja, okay. Jetzt ist nach 18 Uhr. Jetzt fangen auch da draußen diese Geräusche an. Ich denke mal... Wir sind wahrscheinlich jetzt in dem Punkt. Okay, wir brauchen noch zweimal Scrap, einmal Components und einmal Wooden Plank. Ich glaube, das meiste, wie gesagt, dürften wir dort drüben in dem, wo wir ein paar Sachen abgelegt haben, finden, schätze ich mal. Ja, Licht geht leider nicht. Was haben wir hier noch? Das ist, haben wir hier noch irgendwas gehabt? Ah, wir könnten die... Ah, warte mal. Wir ziehen mal den SWAT-Helm an. Er gibt uns wenigstens ein bisschen Schutz. Sieht ein bisschen lächerlich aus, ich weiß. Okay, wir speichern mal. Und jetzt haue ich mich einfach mal... Wir hauen uns einfach mal 10 Stunden hin. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen. Das wäre toll. Oh, es ist noch dunkel, Alter. Wir haben komplett Hunger, komplett Durst. Scheiße. Okay, aber wir haben eine Cola. Das ist gut. Ja, gönn dir. Und was zu essen kriegen wir bestimmt auch noch hin irgendwo. Wir haben, glaube ich, irgendwo noch diese Fleischbottle. Hier drinne, glaube ich. Ja. Das ist nicht geil. Nein, das ist nicht geil. Okay, wir haben immer noch ein bisschen Durst. Ja, hat er jetzt Pech gehabt, ganz ehrlich. Wie viel Uhr haben wir denn? 4.30 Uhr. Wann wird's denn hier hell? Ist hier einfach nichts. Ist hier einfach gar nichts. Equipment, was gibt's denn hier noch so? Okay, hier kann man den Bogen auf jeden Fall reinpacken. Arm Protection Feed. Also Rüstung kann man auch finden tatsächlich. Ja, unser Flashlight ist schon ziemlich verbraucht. Das Feuerzeug ist total sinnlos irgendwie gefühlt. Man kann es auch gar nicht benutzen irgendwie so richtig, ne? Man kann das Feuerzeug irgendwie gar nicht so richtig benutzen. Ich verstehe nicht warum. Wäre eigentlich voll schlau, wenn man das benutzen könnte. Aber irgendwie geht's nicht. Practice Arrow, very low damage. Ja, wir haben halt keinen Bogen, ne? Wooden Shield wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Wir müssen jetzt dann erstmal gleich gucken, dass wir die Workbench bauen können. Ich glaube, mit der Workbench kriegen wir nochmal einen ordentlichen Batzen an neuen Sachen, die wir bauen können. For make important items crucial to survivability. Player could upgrade the Workbench to unlock more items. Ja. Also der Blacksmith, den brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Und Moonshine Still... Für Alkohol brauchen wir auch nicht. Die Sawblade brauchen wir gerade auch erstmal nicht. Repair Furnace. Aber Furnace brauchen wir, glaube ich, auch erstmal nicht. Ich habe auch noch gar keine Tiere gesehen, ne? Ist da draußen gerade was gelaufen? Okay, ich bleib mal hier drinnen. Nur so for safetyness. Was wollte ich gerade sagen? Ja, genau, ich habe noch keine Tiere in dem Game gesehen bis jetzt, ne? Irgendwie.
Oh, wir können ein Weapon-Display bauen. Ist auch geil eigentlich. Stühle kann man bauen. Ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Man kann Tische bauen. Fabric Pot. Okay. Large Clay Pot. Garden Box. Okay. Da können wir bestimmt Sachen anbauen. Das ist richtig geil. Foundation, ja, das ist erstmal egal. Aber kann man hier vielleicht irgendwelche. Ja, keine Ahnung, Mauern bauen, irgendwie so eine Sicherung vorm Fenster oder irgendwas in die Richtung. Modern Fireplace. Einfach mal wie so der letzte Bonze, einfach sich so ein fettes Ding da erstmal hingesetzt. Geil. Ah, warte mal. Basic Wooden Spike Barricade. Ah, und hier kann man Wände bauen. Das hat wohl seinen Grund, warum man das kann. Denke ich mal. Das sollten wir uns Lashing. Nee. Was brauchen wir für Lashing nochmal? Leaf und Tree Bark. Okay, also Baumrinde und Blätter. So, wird's denn hier hell? Wir haben 5 Uhr. Ich speichere mal gerade. Es müsste so langsam aber nochmal hell werden, ne? Also diese Spikes, die könnten wir uns natürlich vors Fenster machen, ne? Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Ich glaube, das wäre nicht dumm, wenn wir die vorm Fenster hätten. Einfach, um die Zombies davon abzuhalten, bei uns ans Fenster zu klopfen und zu sagen, hey, moin, hier bin ich. Ich komme da jetzt mal rein. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Aber erstmal brauchen wir die Workbench und dann brauchen wir ganz dringend was zu trinken. Und eigentlich brauchen wir auch endlich eine Möglichkeit, um das blöde Feuer anzuzünden, ne? Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht einfach erstmal so ein Basic Fire baue, bevor wir uns jetzt lange mit dem Steinfeuer aufhalten. Weißt du, was ich meine? Ist übrigens immer noch stockfinster draußen einfach. Das ist. Da draußen geht gar nichts ab. Ja, ob wir vielleicht erstmal das Basic Fire bauen und versuchen, das erstmal irgendwie anzuzünden. Das Ding ist natürlich so ein Steinfeuer. Ich meine, wir haben es fast fertig. Wir brauchen jetzt noch 3 Steine oder so, dann haben wir das. Ja, und ich habe schon ewig, also ich habe noch gar keine Tiere gesehen bis jetzt, ne? Irgendwie. Wir sind halt auch noch nicht weit gelaufen, tatsächlich. Used for purifying unsafe water. Das Ding wäre halt eigentlich auch nice, ne? Ein Bucket haben wir hier. Feuerholz haben wir. Wir brauchen Scrap. Wir brauchen Scrap und zwar ganz viel. Ich weiß nicht, wo wir es herbekommen sollen. Wir haben relativ viel schon gefunden. Aber wir brauchen mehr. Dann können wir uns nämlich dieses Water Purifier bauen. Dann brauchen wir natürlich noch einen Bottle, wo wir das Wasser reinfüllen können. Einen Eimer haben wir hier drinnen stehen. Der wäre schon nice, glaube ich, ne? Hier kann man 100 Liter Wasser speichern. Und was ist das? A barrel used for contain 300 liters of water, which you can make a small water supply system. Okay. Hier haben wir eine Healing Station noch gehabt und Lock Card. Basic Card. This card can contain anything, wood, items, dead animal or furniture. It can hold up to 120 kilo, which more will weight, will slow down your movement. Okay, man kann sich tatsächlich so einen Karren bauen und damit wirklich durch die Gegend laufen. Das ist ja auch lustig. Das ist ja geil. Und man kann sich ein Baumhaus bauen. Das ist auch cool eigentlich, ne? Das ist richtig cool. Okay, also wir werden uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir genug zu trinken und zu essen haben. Wir werden mal versuchen, ob wir irgendwo Tiere finden. Es ist übrigens immer noch dunkel. Wir werden gucken, dass wir genügend Tiere finden. Sollten wir vielleicht nochmal eine Stunde pennen einfach oder so, bevor ich jetzt hier doof rumstehe? Ich versuche mal eine Stunde nochmal zu pennen. Ich hoffe, das macht uns jetzt nicht noch mehr durstig. Nö, das ist voll in Ordnung. Ah, jetzt wird es langsam hell draußen. Nice. Ja, und wir bräuchten auf jeden Fall auch eine Leuchtmethode. Wir müssen irgendwie hinbekommen, dass wir Licht bekommen, damit wir nicht unsere Taschenlampe hier dauernd benutzen müssen. Die ist schon nur noch bei 22%. Das heißt, bald gehen uns hier die Lichter aus. Kappa. ja. Also würde ich sagen, in der nächsten Folge laufen wir nochmal zu dieser Polizeistation zurück, da hinten. Dann holen wir uns alles, was wir da kriegen können. Ich mache noch mal ein bisschen Platz in der Tasche. Wo ist denn? Da ist es. Scavenger.
Ich mache hier noch mal ein bisschen Platz in der Tasche. Ich pack das hier rüber, ich pack das hier rüber. Die Säge lassen wir mal im Inventar. Die kann man vielleicht noch mal brauchen, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ja. Und dann gehen wir noch mal darüber und nehmen alles mit, was wir da drüben kriegen können. Vielleicht finden wir noch irgendwie so ein Köfferchen oder so, wo wir noch ein paar mehr Sachen reinpacken können, dass wir dann heimtragen könnten oder so. Das wäre schon ziemlich nice. Ansonsten müssen wir halt wirklich Hunger und Durst in den Griff bekommen. Ansonsten, ja, wie gesagt, kriegen wir echt bald Probleme, glaube ich. Müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich bedanke mich fürs Erste, fürs Zuschauen. Das war jetzt erstmal die letzte Folge dieser Session. Und vielleicht werde ich die Folgen erstmal raushauen und dann mal gucken, was ihr so schreibt, was ihr vielleicht auch so für Tipps gebt oder so. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Let's Play. Ich habe mir erstmal gesagt, wir machen erstmal so 10 Folgen und gucken einfach mal, wie viel Spaß ich habe, wie viel Spaß ihr habt, ne? Dass man da erstmal so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen, dass wir da erstmal so ein bisschen gucken, wie viel Bock wir, also du und ich, wir auf das Projekt haben. Ich habe eigentlich schon Bock, aber vielleicht ändert sich das ja bis zur 10. Folge noch, aber das glaube ich eher nicht. Ne? Also ich habe da schon Bock drauf, aber so 10 Folgen erstmal zur Eingewöhnung, mal gucken, wie es läuft und so, kann man sich ja ruhig mal geben. Ne? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Morgen 17:30 Uhr geht's weiter mit Let's Play Miss Survival. Dankeschön, macht's gut und bis dahin.